Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Sign am Start und heute gibt's mal wieder einen Test für euch. Mit dem lang ersehnten Sommer-Update kamen einige neue Gegenstände ins Spiel, so wie das verstärkte Lasso. Und in diesem Video wollen wir uns das verstärkte Lasso einmal etwas genauer anschauen und komplett durchtesten. Und gleichzeitig auch die Frage beantworten, ob es sich wirklich lohnt, das verstärkte Lasso zu kaufen. Und los geht's! Und an dieser Stelle gleich nochmal einen fetten Dank an Lisa und am Kieser, die mir dabei geholfen haben, hier das Ganze für euch zu testen. Die beiden stehen hier schon so schön vor mir und wir können feststellen, dass die auch schon ihre Lassos ausgerüstet haben. Auf der linken Seite haben wir am Kieser mit dem verstärkten Lasso und auf der rechten Seite Lisa mit dem Standardlasso. Rein optisch können wir gleich feststellen, dass das verstärkte Lasso etwas dicker und länger ist. Doch die Frage, welche sich jetzt an dieser Stelle stellt, ist, kommt es wirklich auf die Dicke und die Länge an? Das werden wir uns gleich mit einem kurzen Versuch beantworten. Doch vorweg schauen wir uns erst einmal an, wie wir an das Lasso kommen. Dafür müssen wir einmal die Kopfgeldjägerrolle annehmen und können gleich zu Beginn das Lasso für ein Token freischalten. Habt ihr das Lasso freigeschaltet, könnt ihr euch es für $350 kaufen. Das macht ihr am besten, indem ihr euer Katalog öffnet und dort gleich unten rechts auf die Spalte Arbeitskleidung und Fachausrüstung drückt. Auf der nächsten Seite geht ihr einmal auf Kopfgeldjäger und blättert jetzt ein paar Seiten weiter, bis ihr dort das verstärkte Lasso seht. Hier könnt ihr euch das Ganze dann für $350 kaufen und könnt es im Nachhinein bei der Post abholen. Und jetzt kommen wir zum Test. Im ersten Versuch lasse ich mich einmal von dem stinknormalen Lasso fesseln und wir schauen uns doch einmal an, wie lange ich brauche, um mich dort wieder zu befreien. Dafür werde ich euch natürlich einen Timer einbauen und ihr könnt dann alle sehen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich werde jetzt einen kurzen Moment abwarten und dann, sobald ich Viereck drücke, um mich zu befreien, werde ich mit dem Timer anfangen. Und jetzt geht's los, der Timer läuft und wir werden gleich feststellen, dass ich genau 7 Sekunden brauche, um mich zu befreien. Nun ist die Befreien-Taste verschwunden und mein Mann stellt sich hin. Jetzt lasse ich den Timer weiterlaufen und wir können feststellen, dass unser Charakter jetzt nach insgesamt 10 Sekunden wieder aufrecht steht und befreit ist. Das bedeutet, 7 Sekunden lang benötigt ihr, um euch vom Lasso zu befreien und noch 3 Sekunden kommen obendrauf, um sich wieder hinzustellen. Also insgesamt 10 Sekunden. Dasselbe machen wir jetzt einmal mit dem verstärkten Lasso. Und hier werde ich jetzt natürlich wieder den Timer einblenden. Und das, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall Wahnsinn. Man benötigt 41 Sekunden, um sich zu befreien. Das ist einfach heftig. Wir benötigen hier das Vierfache an Zeit, um uns zu befreien. Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass seit dem letzten Update ein Text hinzugefügt wurde, wo wir jetzt erkennen können, ob irgendeine Person auf uns zeigt und eine Animation ausführt. In diesem Fall können wir sehen, dass Lisa mich die ganze Zeit ausgelacht hat, während ich hier am Boden gekämpft habe. Und jetzt lassen wir noch einmal den Timer weiterlaufen, damit wir sehen, wie lange ich benötige, um aufzustehen, nachdem ich mit dem verstärkten Lasso gefesselt wurde. Und wer hätte es gedacht, es sind wieder 3 Sekunden. Und was uns noch während des Tests aufgefallen ist, das zeige ich euch jetzt. An dieser Stelle habe ich den Patrick einmal mit dem stinknormalen Lasso gefesselt. Jetzt haben wir unten rechts natürlich verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Dort könnte ich jetzt einmal Patrick aufheben oder Patrick losschneiden. Schauen wir uns das Ganze einmal mit dem verstärkten Lasso an, können wir jetzt feststellen, dass ich ihn nicht mehr losschneiden kann. Ich kann ihn jetzt nur noch aufheben oder losbinden. Das bedeutet anscheinend, dass man dieses Lasso nicht mehr mit einem Messer durchschneiden kann. Und hiermit kommen wir zum nächsten Test. Wie wir das schon in einem meiner Tipps und Tricks Videos kennengelernt haben, kann man sich ja einfach mit einem Messer befreien, während man von einem feindlichen Spieler hinterhergeschliffen wird.
In diesem Fall werde ich von Lisa hinterhergezogen mit einem normalen Lasso und ich kann sehen, wenn ich jetzt mein Waffenrad öffne, kann ich unten rechts mein Messer auswählen und mich ganz easy befreien. Schauen wir uns doch das Ganze einmal mit dem verstärkten Lasso an. Normalerweise sollte ich damit jetzt keine Möglichkeit haben, mein Messer auszuwählen, um mich zu befreien, da ich ja das verstärkte Lasso nicht mehr mit dem Messer durchschneiden kann. In diesem Fall wird die Amkisa mich jetzt einmal vom Pferd aus mit dem Lasso einfangen und wir schauen es uns einmal an. Und jetzt können wir sehen, dass ich unten rechts keine Möglichkeit habe, mein Messer auszuwählen. Mein Messer ist ausgegraut und ich habe die Arschkarte. In diesem Fall sage ich euch Leute, wenn ihr jetzt einen feindlichen Spieler in der Lobby habt, der das verstärkte Lasso hat, solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Ihr könnt nämlich jetzt ganz easy durch die Gegend geschliffen werden, ihr könnt euch nicht mehr befreien. Die einzige Möglichkeit, die ihr jetzt noch habt, ist Selbstmord machen. Und während die Amkisa mich jetzt hinterherzieht, ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Man verliert jetzt deutlich weniger Leben, wenn man hinterhergeschliffen wird. Hier hat die Amkisa mich eine ganze Weile durch Roads hin und her geschliffen und man kann sehen, wie lange mein Charakter überlebt. Und jetzt zum Schluss noch, was mir aufgefallen ist, dazu springen wir nochmal zur Anfangsszene, wo die Amkisa mich mit dem verstärkten Lasso gefesselt hat. Als die Amkisa mich hier mit dem verstärkten Lasso gefesselt hat, ist mir aufgefallen, dass unten rechts jetzt die Option Ziehen steht. Ich kann jetzt mit dem linken Stick meinen Charakter von links nach rechts bewegen. Hier habe ich das Ganze eine ganze Weile gemacht und es ist nichts passiert. Also keine Ahnung, wofür Rockstar das eingebaut hat. Wenn ihr wisst, wofür das Ganze hier eingefügt wurde, schreibt es mir doch einmal in die Kommentare rein. Und abschließend kann ich jetzt auf jeden Fall noch sagen, dass sich das verstärkte Lasso auf jeden Fall lohnt. Eure Feinde werden jetzt das Vierfache an Zeit benötigen, um sich zu befreien und die haben keine Möglichkeit mehr, sich mit dem Messer zu befreien. Die einzige Möglichkeit ist nur noch Selbstmord. Also kauft euch auf jeden Fall das verstärkte Lasso, es lohnt sich extrem und erleichtert die Arbeit um einiges für den Kopfgeldjäger. Das war's dann auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Design.